Aber die junge meine Generation rückt natürlich nach und hat sofort Ärger. Es gibt einen Riesenstunk, und zwar der Partysong Laila. Oh, sicher, ja, hier geht's direkt ab, du, ne? Der wird jetzt schon in mehreren deutschen Städten verboten. Es kommen wahrscheinlich noch mehrere Städte dazu, und zwar aufgrund des sexistischen Texts. Und für alle, die sich jetzt fragen, Laila, was? Sexismus? Wo? Jan Hofer erklärt uns einfach mal, worum es jetzt wirklich geht. Laila ist derzeit der Partykracher in Deutschland. Seit 3 Wochen ist der Song von DJ Robin und Schürze die Nummer 1 in den Charts. Der Text sorgt bei Partys für Stimmung, allerdings nicht unbedingt bei deutschen Beamten. Denn in dem Song geht es um eine Puffmutter namens Laila. Und auf Laila reimt sich Geiler. Gibt es da noch irgendwelche Fragen? Die beste Erklärung. Jan Hofer ist aber auch eine Partymaus, ne? Der kann sagen, was er will, du hast sofort den Beat, ne? Itze, 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 itze. Mann, ey. Wobei wir uns wirklich, also man muss sich auch mal das vor Augen führen. Wenn man Partyschlager jetzt aufgrund von sexistischen Texten verbieten will, dann wird das ganz schön eng in der Partyschlager-Szene. Oder? Nee, ich sag jetzt, na komm, ich bin mal die Top 50 durchgegangen. Ja, die Top 50 Partyschlager. Und dann gibt's da natürlich so Evergreens wie Jan Pillemann Otze. Geh mal Bier holen, du wirst schon wieder hässlich. Auch eine sehr schöne Melodie. Unten kommt die Gurke rein. Mhm, kennen viele. Ich verkaufe meinen Körper, kannte ich nicht. 10 nackte Friseusen, klar. Die kleine Julia ist versaut. Müsste ich nackt sehen, auch ein gutes Lied. Oh, 2 Fans, warum auch nicht. Auch sehr schön, du kannst mir die Nudel putzen. Habe ich noch irgendwas vergessen, Christian? Du bist so als alte Schlagerhure, bist du doch eigentlich immer up to date, oder? Vor allem bei vielen Schlagertiteln weiß man eigentlich nicht, ist das jetzt ein Schlagersong oder ein Pornofilm? Ich weiß es nicht. Und was soll ich machen? So, und noch einer ist weg. Noch einer ist weg, und zwar der Präsident von Sri Lanka. Alter Kumpel von uns allen, ich weiß. Der ist aber wohl nicht freiwillig gegangen, sondern er ist von seinem Volk vertrieben worden. Und die Menschen haben es sich dann erstmal in seinem Palast richtig schön gemütlich gemacht. Die erste Ruhe nach dem Sturm auf den Präsidentenpalast bemerkenswert friedlich. Nach Monaten oft blutiger Proteste wollen sie den Luxus hier mal selbst erleben. Sie wollen vorerst im Palast bleiben, ihn besetzt halten, bis Präsident Rajapakse wirklich abgetreten ist. Oder? Die schönste Revolution, die ich je gesehen habe. Mein erster Gedanke war, gönnt euch. Aber auch schön, ne? Du hast eine Revolution, das Regime wurde gestürzt. Und dann gehst du in diesen Palast und denkst dir, ah, ich muss noch 5 Sets ab 20 Kilo machen. Ja, jetzt können wir weitermachen. Tierisch die Wellness-Revolution war das, ne? Ich sag mal so, ein 5-Sterne-Club-Med-Putsch, so würde ich das nennen. Und Sie müssen mal online gucken, inzwischen bieten die Jungs auch noch freie Palastzimmer auf Airbnb an. Finde ich denn, ja. Also falls Sie nach Sri Lanka wollen, ich schätze mal, der Flug geht nicht, aber mein Gott. Dann ist auch noch die Frauenfußball-EM. Wer guckt sie? Hand hoch. Es werden mehr. Es werden mehr. Gut, es ist nämlich echt spannend. Und für Deutschland läuft es super. 2 Spiele, 2 Siege, kannst du nichts sagen. Und wahrscheinlich läuft es aber auch so gut, weil unsere Spielerinnen wirklich sehr gute Sängerinnen sind. Die Atmosphäre wird echt unbeschreiblich sein. It's coming, football's coming. Traumhaft, ne, dass England das so auf die Beine stellt. Ich finde den Ausschnitt super, weil es wurden 2 Vorurteile widerlegt. Vorteil 1, ja, Frauen können kein Fußball spielen. Doch, können sie. Vorteil 2, Frauen können besser singen. Falsch. Oder sagen wir mal so, für Tobi Gatt reicht's. Habt ihr das übrigens gehört? Dieter Bohlen kommt zurück. Zu DSDS. Ja! Dieter Bohlen ist wieder da. Der wird exhumiert, also ausgebuddelt, schön an so einem USB-Kabel wieder aufgeladen und dann wird er da wieder an diesen Tresen gesetzt. Ne? Ich schätze mal, Maschmeyer hat jetzt schon Schiss, dass das Botox ab Herbst knapp wird, aber mein Gott, wir freuen uns. Wir freuen uns. So,
Wir bleiben jetzt erst einmal bei der Frauenfußball-EM. Und zwar auch die Österreicherinnen haben noch alle Chancen aufs Viertelfinale. Und das, was die Deutschen im Singen sind, sind die Österreicherinnen anscheinend im Tanzen. Weil das können die richtig, ja. Und so sind sie nämlich angekommen in England mit einem kleinen Tänzchen nach der Ankunft, haben sich erstmal ein kleines bisschen locker gemacht. Vielleicht kommt es gleich. Ja, wunderbar. Also erstmal solo und dann gleich auch in der Gruppe. Offensichtlich ist das Motto: Leichtigkeit hilft. Kann das das Rezept sein? Das ist schon geil. Ist das schon für. Das ist. Ist das schon Twerken oder ist das einfach fieser Durchfall? Ah, es kommt, nicht auf die Hose. Auch das Breakdancen fand ich sehr, sehr gut. Sieht lustig aus, aber man sollte die erstmal Fußball spielen sehen. Nein, das war frech. Aber die Bewegung kenne ich eigentlich nur von meinen Kindern. Wirklich, wenn die ganz doll aufs Klo müssen an der Tankstelle und dann ist abgeschlossen. Naja.